Die ehemalige selbstständige Vorortgemeinde Sievering ist heute noch als einer der bekannten und beliebten Heugenorte Wiens Teil des 19. Wiener Gemeindebezirks Döbling. Kurzer erklärender Einschub zum 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling. Döbling als Bezirk entsteht 1892 im Zuge der Wiener Stadterweiterung aus den 8 ehemaligen eigenständigen Vororten Sievering, Unterdöbling, Oberdöbling, Grenzing, Heiligenstadt, Nussdorf, Kahlenbergdorf und Josefsdorf. 1938 werden im Zuge der Konstituierung von Groß-Wien, Neustift am Walde und Salmansdorf vom Bezirk Währing abgetrennt und dem Bezirk Döbling zugeschlagen, so dass Döbling heute 10 ehemalige selbstständige Vororte umfasst. Im Hinblick auf die Zahl der im Gemeindebezirk Döbling zusammengefassten ehemaligen Vororte ist es nicht sinnvoll, die Geschichte Döblings in einem Video zusammenzufassen, sondern die Vororte einzeln vorzustellen oder nur 2 oder 3 Vororte gemeinsam. Die Geschichte von Sievering ist bunt und reicht bis in die Römerzeit zurück. Das heutige Sievering ist aus 3 Gemeinden hervorgegangen. Obersievering und Untersievering und dazwischen liegt die Wüstung Mitterhofen, die den ältesten Teil des Ortes bildet. Dieser alte Ortskern, der wahrscheinlich ins 9. Jahrhundert zurückreicht, entspricht dem Kirchweiler zwischen Ober- und Untersievering. Die Häusergruppe um die ursprüngliche Kapelle geht jedoch in die beiden Ortsteile Ober- und Untersievering auf. Aber zurück zu den Anfängen. Im Bereich von Sievering befindet sich ein großer Steinbruch, dessen Steine bereits für das Militärlager Vindobona verwendet werden. Mit Sicherheit befindet sich dort eine größere Arbeitersiedlung. 1896 wird im Bereich der Sieveringer Straße 132 ein Mithrasaltar gefunden, der von einem Soldaten der 10. Legion gestiftet wurde. Es wird vermutet, dass der Kirchturm der Sieveringer Pfarrkirche auf einen römischen Wachturm zurückgeht. Im Mittelalter bewohnen Bauern die Region, die im Wesentlichen für den Eigenbedarf produzieren und Wein für den Verkauf anbauen. Sievering entwickelt sich entlang eines Flusslaufs, dem Abelsbach, dem wichtigsten Nebenfluss des Grottenbachs. Die spätere Teilung des Ortes in Obersievering und Untersievering orientiert sich am Bachverlauf. Obersievering liegt am Oberlauf des Bachs zwischen Schenkenberg und Hackenberg . Untersievering liegt am Unterlauf des Erbsenbachs südlich des Meißelbergs. Wie bereits eingangs erwähnt, liegt zwischen den beiden Sieverings noch die Wüstung Mitterhofen, die den ältesten Teil des Ortes bildet und im Laufe der Zeit mit den beiden Nachbarorten verschmilzt. Ursprünglich sind in beiden Ortsteilen Obersievering und Untersievering grundherrliche Meierhöfe vorhanden, um die sich im 12. Jahrhundert Weinbauern als Untertanen der Gutsherren ansiedeln. Über die Jahrhunderte wachsen schließlich die Häuserzeilen der beiden Dörfer zu einem langgestreckten Straßendorf zusammen. 1114 wird der Ort erstmals unter dem Namen Sufringen erwähnt. Im Laufe der Zeit ändert sich der Name über Sueringan und Sievering zu Sievering. Bei den Ortsnamen handelt es sich um echte Ing-Namen. Die Wortendung Ing weist in der Regel auf eine Zugehörigkeit zu einer Person hin. Das bedeutet im konkreten Fall bei den Leuten, die zu einem Mann mit dem Namen Suver oder Suvero bzw. Sufro gehören. Im Mittelalter wird der Name dann auf den heiligen Severin von Noricum bezogen, der im Frühmittelalter in der Umgebung missioniert haben soll, doch dazu später. 1434 übergibt Leopold III. Sievering dem Kloster Neuburg, aus dessen Besitz es im 15. Jahrhundert wieder in den Besitz der Landesfürsten kommt. Urkundlich sind 1156 die Herren Ulrich und Rüdiger von Sievering nachweisbar. 1330 ist erstmals eine Kapelle Zesufringen urkundlich erwähnt, die dem heiligen Andreas geweiht ist.
In der Stiftungsurkunde dieser Andreaskapelle wird Ober- und Unter-Suferingen erstmals getrennt angeführt. Welcher der beiden Orte der ältere ist, ist unklar. Die Kapelle C. Suferingen liegt, wie schon erwähnt, an der Grenzscheide beider Orte. 1348 wird die Andreaskapelle zur Sieveringer Pfarrkirche erhoben. 1429 wird erstmals ein St. Severin-Altar genannt. 1431 heißt es, in Parochia ad Sanctum Andream zu Severin auf St. Severins Altar. Übersetzt, in der Pfarrei St. Andreas zu Severin auf dem St. Severins Altar. Mit diesem Text sind das Andreas-Patrozinium über die Kirche sowie die Verehrung des heiligen Severin zu dieser Zeit bezeugt. 1498 gibt Maximilian I. die Ortschaft Nikolaus und Georg Zing zu Lehen. 1529 verleiht sie Erzherzog Ferdinand an Sigmund Reinprecht von Ebersdorf. Auf die Familie von Ebersdorf gehe ich in dem Video Simmering, historisches Wien, im Zusammenhang mit dem Vorort Kaiser Ebersdorf kurz ein. Nach wechselnden Besitzern fallen die beiden Orte Ober- und Untersievering schlussendlich an die Hofkammer. 1634 erhält der Einsiedlerorden der Kammerdolenzer auf dem Kahlenberg Obersievering. Untersievering gelangt in den Besitz der Kartause Gamming. Zu Obersievering zählt die Gegend am Himmel. Um 1780 erwirbt der Hofkriegsrat Leopold von Kriegel in der Region ein Haus. Die Namensgebung am Himmel ist unklaren Ursprungs, dürfte aber im Zusammenhang mit dem Herrn von Kriegel zusammenhängen, der in der Stadt beim Stoß im Himmel wohnt. Die Bezeichnung Himmel geht später auf den ganzen Pfaffenberg über. Kriegel errichtet am Himmel Wasserleitungen und Teiche, pflanzt Obstbäume, betreibt Schafzucht und errichtet einen Park und eine Meierei. 1832 vereinigt der Holzhändler Josef Müller die beiden Orte Ober- und Untersievering in seiner Hand und verkauft sie später an Anton Edler von Wirth, der 1834 auch Oberdöbling ersteigert hat. Die Geschichte von Oberdöbling und Unterdöbling und das Wirken des Edlern von Wirth in Oberdöbling ist in dem Video Ober-Unterdöbling historisches Wien zusammengefasst. Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Herrschaftsgut im Besitz des Großkaufmanns Johann Karl Freiherr von Sotten. 1854 lässt Sotten anlässlich der Hochzeit des Kaiserpaars die Sissi-Kapelle als seine Familiengruft errichten. Sie ist das erste neogotische Gebäude Wiens. Architekt ist der aus Hamburg stammende Johann Gaben. Die Bauausführung besorgt Baumeister Josef Kastan. Die Kapelle wird während des Zweiten Weltkriegs stark beschädigt. Nach jahrelanger Vernachlässigung wird am 10. Mai 2004 die denkmalpflegerische Instandsetzung begonnen und 2005 abgeschlossen. Johann Karl Freiherr von Sotten wird 1881 am Kobenzl, den er 1869 erworben hat, durch einen Forstwart ermordet. Seine Witwe vermacht das Besitz zum 1906 testamentarisch den Schwestern vom armen Kind Jesu. Die Ordensfrauen errichten hier ein Kleinkinderheim und ein Mädchenheim. Sievering hat unter Matthias Corvinus den Türken 1529 und 1683, 1713 unter der Pest und 1805 und 1809 unter den Franzosen schwer zu leiden. Beide Teile von Sievering haben Anfang des 19. Jahrhunderts große Rebflächen. Im etwas kleineren Untersievering ist die Hälfte der Nutzfläche von Weingärten bedeckt, ein Drittel machen Ackerflächen aus. In Obersievering sind ein Drittel des Bodens Rebflächen, gefolgt von 20% Wald und je etwa 15% Wiesen und Äcker. Von Bedeutung ist der Sieveringer Steinbruch, der seit der Römerzeit besteht und bis 1921 Pflaster und Schleifsteine liefert. Im Gegensatz zum naheliegenden Grinzing erlangt Sievering keine große Bedeutung
als heurigen Ort und ist lange Zeit als sommerfrischer Ort kaum geschätzt. Die Geschichte von Grinzing erzählt das Video Grinzing – Historisches Wien. Sievering ist bis weit ins 19. Jahrhundert nur schlecht durch Straßen mit der Umgebung verbunden. 1837 wird erstmals eine Stellwagenverbindung zwischen Wien und Sievering eingerichtet. Ab 1902 verkehrt eine Straßenbahnlinie nach Sievering. 1875 beginnt die Verbauung Untersieverings. Die allmähliche Einwölbung des Arbesbaches schützt vor Überschwemmungen. Zunehmend siedeln sich in Sievering Gewerbetreibende an. Ein wichtiger Betrieb ist das 1897 durch den Zimmermeister Wenzel Hartl gegründete Dampfsägewerk in der Sieveringer Straße 2. Zusammen mit dem Baumeistergewerbe wächst der Betrieb rasch. 1910 errichtet das Unternehmen ein erstes vorgefertigtes Einfamilienhaus. In diesem Zusammenhang begutachtet Kaiser Franz Josef I., das im Rahmen der ersten internationalen Jagdausstellung erstmals von Hartl in der Monarchie präsentierte Konstruktionsverfahren zum Bau von Einfamilienhäusern. Heute heißt der Betrieb Hartlhaus und befindet sich in Heimschlag Exenbach, Niederösterreich. Zum größten Betrieb Sieverings wird die 1904 in der Weinberggasse gegründete Automobilfabrik Gräf und Stift, die Autos, Lastwagen und Busse produziert. Die Fahrzeuge des Unternehmens tragen als Kühlerfigur die Statue eines Löwen, dessen Gestalt den Löwen des Bildhauers Rudolf Weyer an der Nussdorfer Schleuse in Wien nachempfunden ist. In einem Doppelphaeton von Gräf und Stift, der im Besitz von Franz Graf Harrach ist, sitzen der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Herzogin Sophie von Hohenberg, als am 28. Juni 1914 auf sie in Sarajevo das Attentat verübt wird, das den Ersten Weltkrieg auslöst. In der Wagenburg von Schloss Schönbrunn steht der Gräf und Stift 4045 HP von 1914, der an Kaiser Franz Josef geliefert wird und mit seinem Nachfolger Karl I. ins Exil in die Schweiz geht. 1929 fusioniert das Unternehmen Gräf und Stift mit der Automobilfabrik Perl, die seit 1922 ihren Sitz im heutigen Wiener Bezirk Liesing hat. Nach der Absiedlung der Fabrik 1938 werden die Gräf und Stiftgründe im Bereich der Weinberggasse, Börnergasse, 1981 mit Wohnhäusern verbaut. Die Sascha Filmindustrie AG ist die größte österreichische Filmproduktionsgesellschaft der Stummfilmzeit und der frühen Tonfilmzeit. 1910 gründet Alexander Sascha Graf Kolorat Krakowski die Sascha Filmfabrik auf dem Familienbesitz am Gut Fraunberg in Böhmen und verlegt das Unternehmen 1912 nach Wien. 1915 eröffnet die Sascha Film das erste Großatelier auf Gründen des Café Mirabell in der Sieveringstraße 135. Die Regierung erkennt bereits knapp nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs die propagandistischen Möglichkeiten des Films. Graf Kolorat wird dem K&K Kriegspressequartier zugeteilt und beauftragt, mit seiner Firma Propagandafilme zu drehen. Kolorat dreht gemeinsam mit der Berliner Firma Oskar Mester die ersten Wochenschauen, außerdem neben zahlreichen Kurzfilmen den Großfilm Wien im Krieg.
1922 entsteht am Laher Berg eine Filmstadt, der Sascha-Film, wo bis 1925 die Außenaufnahmen zu drei klassischen Monumentarfilmen gedreht werden. Sodom und Gomorra, Der junge Medardus und die Sklavenkönigin. Nach einer wechselvollen Geschichte wird die Tober-Sascha-Filmindustrie 1938 in die neu gegründete Wien-Film umgewandelt. Die spätgotische Sieveringer Pfarrkirche St. Severin hat ihr heutiges Aussehen im Zuge der neugotischen Ausgestaltung um 1896 erhalten. Bis 1786 ist die Kirche von einem Friedhof umgeben. Die Mauerwehrstruktur des Chores und des Turmes spricht für eine Entstehung in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Errichtung der Westfassade dürfte erst um 1300 erfolgt sein. Im fortgeschrittenen 15. Jahrhundert erfolgt ein großzügiger Gesamtausbau der Kirche. An der Südfassade findet sich ein Ölbergrelief aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Martin von Leibniz, Abt des Wiener Schottenstiftes von 1446 bis 1461, überlieferte als erster die Herleitung des Ortsnamens Sievering vom heiligen Severin. Die Lokalisierung des in der Vita Severini des Eugipius genannten Ad Vineas zu den Weinbergen, wohin sich Severin zeitweilig in eine kleine Zelle zurückgezogen hat, bezieht sich daher auf Severin, in dem von jeher Weinbau betrieben wird. Eine echte Sehenswürdigkeit in Obersievering ist der Wasserbehälter auf dem Hackenberg, der auch als Jugendstil-Wasserschloss bezeichnet wird. Der Wasserbehälter Hackenberg ist einer der 12 Wasserbehälter, der für das Speichern und die Verteilung des Wassers der zweiten Hochquellenleitung von 1908 bis 1910 vom Wiener Stadtbauamt errichtet wird. Der Wasserbehälter ist besonders repräsentativ gestaltet. Entworfen wird das Bauwerk vom Architekten des Wiener Stadtbauamtes Eduard Bodenseer Senior. Auf die Geschichte der ersten und zweiten Wiener Hochquellenwasserleitung gehe ich in dem Video Wiener Wasser, erste und zweite Hochquellenwasserleitung ausführlich ein.